Guck mal nochmal vom Bild jetzt, weil ich habe es nochmal ein bisschen zergekippt. Ja, wunderbar jetzt. Noch besser? Okay, ich lege jetzt einfach mal los. Ja. Hallo zusammen. Ihr werdet mich nicht kennen, also nicht so. Und ich kenne euch nur insofern, dass ich weiß, dass ihr dieses Video schaut und unter Umständen meinen Kanal abonniert habt. Ihr kennt mich unter Playing Hummingbird. Und das bin ich. Ich habe mich entschieden, dieses Video zu machen, weil ich mit euch sprechen will. Jetzt habe ich noch keine. Die megamäßigen Abonnentenzahlen. Ich bin bei 32 Abonnenten heute. Bin darauf richtig stolz. Das macht Spaß. YouTube ist ein Hobby von mir und es wird immer ein immer stärkeres Hobby. Ich fühl das immer mehr aus. Aber mich haben ein, zwei Dinge beschäftigt und über die möchte ich mit euch sprechen. Die, die mich kennen, also aus dem Real Life, Grüße gehen raus an den Bärtigen und den Beardless. Lachs, ich habe dich nicht vergessen. Andi natürlich, halt, Andi hast du geglaubt? Nein, natürlich nicht. Also Big Ape auch an dich. Also die, die mich kennen, wissen, dass allein dieses Video zu machen und mein Gesicht zu zeigen, ein Schritt ist, der eigentlich ist es, als würde ich über meinen Schatten springen. Ich habe bisher nie irgendwie im Social Media Bereich, war ich noch nie aktiv, ich habe keinen Facebook-Account und so weiter. Aber ich habe Bock an YouTube und durch YouTube rutsche ich da jetzt irgendwie immer mehr rein und ich muss sagen, es macht Spaß, hat natürlich auch seine Schattenseiten, aber alles in allem macht es Spaß, es ist ein Hobby und das hat mich zu der Frage gebracht, will ich in meinen Videos mein Gesicht zeigen, weil bis jetzt habe ich das nie gemacht, um mich einfach da ein bisschen rauszunehmen und mich einfach nur als Playing Hummingbird Logo und mehr kennt man eigentlich von mir nicht. Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Eine von den zwei großen Fragen, um die es heute in diesem Video geht. Und ich habe viel nachgedacht, Vor- und Nachteile abgewägt. Es hat definitiv ein paar Nachteile, aber es hat auch Vorteile und die haben für mich überwogen. Ich kann mit euch einfach mal sprechen, so wie jetzt, das mir sehr wichtig ist. Ich kann in den Videos mehr mit euch interagieren. Ich kann bei Twitch-Streams, die ich plane zu machen, irgendwann besser mit euch reden. Das sind alles Dinge, die mir sehr wichtig sind, die auch das Video und den Content, den ich bringe, aufwerten. Und es macht mir auch einfach Spaß. Fazit aus Frage Nummer 1. Ich werde künftig in meinen Videos mit einer Facecam arbeiten. Bin gerade dabei, Greenscreen aufzubauen, weil wenn, dann will ich das gescheit machen. Ich habe noch jetzt keine megamäßige Kamera dafür, aber ich denke, sie wird ausreichen. Ihr werdet mich erkennen auf den Videos. Ja, ich denke, es wird euch gefallen und hoffe, es wird euch gefallen. Und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt wo Thema Facecam gecheckt, kommt jetzt Thema 2. Und das ist der Content auf meinem Kanal. Ich bin in den letzten Wochen hingegangen und habe einfach nur Quantität über Qualität gesetzt. Das heißt, ich habe einfach Videos rausgehauen, täglich, manchmal sogar zwei am Tag. Die waren alle uncut, weil ich sonst zeitlich das gar nicht hätte anders machen können. Das hat auch, ich sag mal, funktioniert. Ich habe in diesen paar Wochen die 32 Abonnenten geschafft. Aber ich bin mit dem Content nicht zufrieden. Es ist kein Content, den ich mir selber anschauen würde. Der Content ist einfach, ist okay, ja. Aber ich würde gern andere Sachen bringen oder ich würde halt gern die Sachen, die ich bringe, bearbeitet bringen, ja? ein editiertes Gameplay bringen. Ich möchte gern mit euch reden, so wie ich das jetzt tue, Vlogs und so weiter. Ich werde mehr auf Qualität wieder setzen. So, wir machen eine kurze Pause, also vom Spaziergang. Das heißt, ich werde mich jetzt weniger bewegen. Ich werde mehr Zeit in die Videos stecken, ergo werde ich weniger Videos auf dem Kanal bringen. Bin normal berufstätig. Ich habe eine Familie. Es gibt andere familiäre und soziale Verpflichtungen und Dinge, die man natürlich auch gerne macht. Ganz klar. Ich werde nicht mehr Zeit reinstecken können, auch wenn ich es gern würde.
Das hängt ganz einfach davon ab, wie gut der Kanal läuft. Vielleicht kann ich es irgendwann. Aktuell unmöglich. Das heißt, die Videos, die kommen, werden qualitativ viel besser sein. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Es wird auf meinem Kanal editierte Gameplays geben, Vlogs. Und zwar immer dann, wenn mir etwas auf dem Herzen liegt. Aus welchen Gründen auch immer, ob es was mit meinem Kanal oder in meinem Leben mit euch, dann werde ich darüber ein Video drehen. Ja. Ich glaube, das war's soweit. Ich glaube, ich habe alles angesprochen. Und mich würde wahnsinnig interessieren, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, auch von dem Content, den ich bringen will. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, das wollte ich schon immer mal machen. Und ja, lasst uns austauschen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch mal ein Abo da lasst, ein Like da lasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.